Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier lernst du, wie man ganze Zahlen multipliziert und dividiert. Erst einmal mit kleinen, einfachen Aufgaben und dann gibt es noch eine gemischte Aufgabe, damit das Ganze mal ein bisschen schwieriger wird. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, also das Rechnen mit ganzen Zahlen und zwar Multiplikation und Division. Zunächst kurz zur Erinnerung, ganze Zahlen, das sind die, die hier stehen, also die natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Dann die Zahl 0 und auch die natürlichen Zahlen mit einem Minuszeichen davor, also minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 und so weiter. Das alles sind die ganzen Zahlen. Und mit denen soll jetzt multipliziert und dividiert werden. Fangen wir mal ganz einfach an, und zwar Multiplikation. Viele kennen das sicherlich noch aus der Schule. 3 mal 4. 3 mal 4 ist nichts anderes eigentlich als plus 3 mal plus 4. Das steht hier eigentlich da und das ist dann plus 12. Plus kann man in der Mathematik weglassen, wenn es ein Vorzeichen ist. Um das Ganze jetzt allerdings mit den negativen Zahlen zu verstehen, schreibe ich jetzt einmal Plus und Minus jeweils vollständig davor. Also plus 3 mal plus 4 ist plus 12. Jetzt sagen wir mal, die erste Zahl ist negativ. Minus 3 mal 4, also plus 4. Das Ganze schreibt man dann oft auch in Klammern. Also auch hier oben, das könnte man in Klammern schreiben. Ja. So, minus 3 mal plus 4. Hier gilt Folgendes, wenn einer der beiden Faktoren negativ ist, ist das Ergebnis auch negativ. Also 3 mal 4, das ist 12. Und da einer der beiden Faktoren, also der erste hier, negativ ist, ist das Ergebnis auch negativ. Minus 3 mal 4 ist gleich minus 12. Das ist umgekehrt auch so. Also wenn wir 3 mal minus 4 haben, ich setze mal Klammern auch wieder dazu. 3 mal minus 4, das ist auch minus 12. Es spielt also keine Rolle, ob der erste Faktor oder der zweite Faktor negativ ist. Wenn einer von beiden negativ ist, ist das Ergebnis auch negativ. Jetzt gibt es natürlich noch den letzten Fall. Beide Faktoren sind negativ. Also minus 3 mal minus 4. Und wenn beide Faktoren negativ sind, ist das Ergebnis positiv. Also in dem Fall plus 12. Fazit: Wenn beide Vorzeichen gleich sind, ist das Ergebnis positiv. Ansonsten ist es negativ. Zur Division von ganzen Zahlen. Auch hier mal ein Beispiel zur Einführung. 6 durch 3. Das ergibt, das lernt man schon in der Grundschule, 2. Hier ist eigentlich Folgendes gemacht. 6 ist eigentlich plus 6 und 3 ist eigentlich plus 3 und 2 ist eigentlich plus 2. Also plus 6 durch plus 3 gleich plus 2. Kann man auch in Klammern hier setzen. Was passiert jetzt, wenn eine Zahl negativ wird? Also wir haben hier vorne minus 6 durch 3. Minus 6 durch 3 kann man, wie gesagt, wieder in Klammern setzen. Ist gleich. Ist die erste oder die zweite Zahl negativ, ist das Ergebnis auch negativ. Also minus 2. Also wenn entweder der Dividend oder der Divisor negativ ist, ist das Ergebnis, also der Quotient, auch negativ. Und umgekehrt, plus 6 durch minus 3 ist gleich minus 2. Also jetzt ist der Divisor negativ, dann ist das Ergebnis auch negativ. Und letzter Fall, beide Zahlen sind negativ, also minus 6 durch
minus 3 ist gleich plus 2. Also wenn beide Zahlen negativ sind, ist das Ergebnis positiv. Selbe Spielchen wie bei der Multiplikation ganzer Zahlen. Ist eine der beiden Zahlen negativ, ist das Ergebnis negativ. Sind beide Zahlen positiv oder beide negativ, ist das Ergebnis positiv. Machen wir mal eine gemischte Aufgabe. Minus 5 plus 20 durch minus 4 mal minus 3 minus 2. Machen wir mal das. Was kommt hier raus? Nun, wir haben hier eine Klammer und das, was in einer Klammer steht, wird zuerst berechnet. Das heißt, die minus 5 hier vorne bleibt stehen und wir rechnen in der Klammer. In der Klammer gibt es Division, Multiplikation und Subtraktion. Hier gilt zunächst die Regel Punkt vor Strich. Das heißt, eine Division und eine Multiplikation wird zuerst berechnet. Da hier beides vorkommt, wird von links nach rechts gerechnet. Also erstmal das hier. 20 durch minus 4. 20 durch 4 wäre 5. Und da hier ein Vorzeichen negativ ist, ist es also minus 5. Das heißt 20 durch minus 4, das ergibt minus 5. Dann bleibt noch stehen minus 3. Und hinten minus 2. Also mal minus 3. Minus 2. Da vorne die minus 5, die kann man auch noch in Klammern setzen. Dann wird klar, dass das hier eine Zahl ist. So, ist gleich. Dann minus 5 plus. Klammer wird zuerst berechnet. Minus 5 mal minus 3. 5 mal 3 ist 15. Und da hier beide Vorzeichen negativ sind, minus mal minus ergibt plus. Kann man schreiben, das Plus muss man allerdings nicht. Also minus 5 mal minus 3 ist plus 15 und hier hinten noch minus 2. 15 minus 2 bleibt jetzt in der Klammer stehen. So, die Klammer wird zuerst berechnet, also minus 5 hier vorne bleibt stehen. Plus 15 minus 2 ist 13. Also haben wir minus 5 plus 13 ist gleich. Wer sich damit ein bisschen schwer tut, kann das Ganze wie folgt rechnen. Minus 5 plus und die 13 zerlegen wir in 5 plus 8. 5 plus 8 gibt 13. Das hat den Vorteil, dass ich minus 5 und plus 5 aufheben. Also das ist gleich 0 plus 8 oder gleich 8. Also nochmal zur Erinnerung, eine Klammer wird zuerst berechnet, also erstmal das hier, in der Klammer Punkt vor Strich und wenn bei Punkt sowohl Multiplikation als auch Division vorkommen, dann von links nach rechts rechnen. Achtet wie gesagt immer auf die Vorzeichen, dass das alles stimmt und wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann kommt hier 8 raus. Du möchtest zum Rechnen von ganzen Zahlen noch mehr wissen oder brauchst Übung in der ganzen Sache, dann schau mal unter dieses Video, dort findest du Übungsaufgaben mit Lösungen und auch noch eine Reihe an Erklärungen. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.